wer so lebt, dass er mit Vergnügen auf sein vergangenes Leben zurückblicken kann, lebt zweimal. Ein Fuchs hat das Müsli gejagt. Und in der Angst vor dem Müsli, vor dem Fuchs, sind sie in eine Weide einzurennen. In einer Weide, und dort haben Kühe geraset. Und das Müsli ist wie eine Kuh, um eine hintere Scheiche herumtänzelt. Und wenn ich so das herumtänzelt, hat die Kuh eine Flade lackiert, das Müsli zugedeckt. Die Kuh ist gegangen, der Fuchs kommt daher, schmeckt an dem Fladen und dummerweise tut das Müsli die Schwänzchen durch den Fladen durchstrecken. Der Fuchs sieht es, packt das Müsli am Schwänzchen, schläft es durch das hohe, nasse Gras durch und wenn es sauber war, hat es gefressen. Was will uns jetzt die Parabel sagen? Nicht jeder, der dich anschießt, meint schlecht mit dir, aber auch nicht jeder, der dich aus dem Dreck zieht, meint es gut mit dir. Das war der, wo ich bei einem Bauer war, die Kontrolle gemacht habe. Ich bin im Stall, der hat 12 Kühe gehabt. 11 sind gestanden und eine mit drin ist am Boden gelegen. Dann hat der Bauer immer gesagt, du Hermann, das Kuhli ist jetzt gerade parat, um das Kälbeli zu machen. Dann habe ich mir gesagt, du, das ist jetzt noch gerade keine Übergebung. Das ist nicht mehr zu wundern, wie das funktioniert, wie das geht. Ich habe schon lange nicht mehr gesehen. Dann hat er gesagt, komm, gut, vielleicht kannst du mir noch helfen. Gell? Dann sind wir zwei hinter dem Kuhli zugestanden. Und das Kuhli guckte, ging hinterher, hat einfach nicht vorwärts gemacht. Und gleich sehe ich, du, der Bauer zu mir, du, Hermann, du musst vor gewiss zum Stall rausgehen. Wegen guckt das Kuhli, guckt, geh hinterher. Und wenn es dir sieht, meint es vor gewiss, dass ich schon gekalbert habe.